ihr Lieben. Mein Name ist Nadja und ich bin pädagogische Fachkraft bei der Stadt Sindelfingen. Um euch die Kita und einige fröhliche Klänge nach Hause zu bringen, zeige ich euch heute, wie ihr eine solche Mini-Gitarre selbst zu Hause basteln könnt. Dazu benötigen wir einen Deckel von Schraubverschlussgläsern, dann Spatel, Holzspatel, ein paar kleine Gummis und zum Beispiel Klebeband in verschiedenen Farben oder auch bunte Stifte zum Verzieren. Außerdem benötigen wir noch Bastelkleber. Wir beginnen, indem wir über unseren Schraubverschlussdeckel Gummis spannen. Hier ist wichtig, dass die Gummis nicht zu groß sind und wirklich unter Spannung stehen, damit auch ein schönes Geräusch zu hören ist. So, unser Klangkörper wäre fertig. Nun brauchen wir noch unseren Griff. Dahin können wir mit zum Beispiel verschiedenfarbigem Klebeband oder Stiften, aber auch anderen Farben verzieren. Ich habe schon mal angefangen. Unten habe ich Klebeband in verschiedenen Farben herumgewickelt und auch mit Filzstiften verziert. Ihr könnt aber auch zum Beispiel andere Farben oder kleine Steinchen oder ähnliches zum Kleben verwenden, um euren Griff zu verzieren. Meiner sieht nun so aus. Und als letzten Schritt kleben wir mit dem Kleber den Holzspatel an unsere Decke. Müssen wir nun gut andrücken und ich habe mir einen Stein zur Hilfe genommen zum Beschweren, bis der Kleber gut durchgetrocknet ist. Und wenn unser Kleber richtig gut durchgetrocknet ist, dann sieht das Ganze so aus und ihr könnt zu Hause mal ausprobieren, welche Klänge ihr erzeugen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und viel Freude beim Musizieren. Tschüss!